Im Namen Allahs, 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 Herzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten und Frieden und Segen auf dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, heute machen wir den vierten Hadith für das Projekt Hadith der Woche. Und der Hadith geht wie folgt. Abi Umama radiallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wer Ayatul Kursi nach jedem Pflichtgebet liest, zwischen ihm und dem Al-Jannah steht nichts außer dem Tod. Ein Hadith bei Nasai und der Sheikh Al-Albani sagt, dass dieser Hadith sahih ist, authentisch. Und das ist ein sehr schöner Hadith und wir lernen daraus, liebe Geschwister, dass wenn man nach jedem Pflichtgebet Ayatul Kursi liest und zitiert, dass Allah Azza wa Jal einen dann Al-Jannah ermöglichen kann, möge Allah Azza wa Jal annehmen und möge Allah Ta'ala uns von denjenigen machen, die Ayatul Kursi nach jedem Pflichtgebet erwähnen. Barakallahu fiqh, wassalamu alaikum wa rahmatullah.